So Leute, moin erstmal. Ja, wir haben Folgendes vor, weil wir den Radlader jetzt noch hier haben. Wir haben ja das Denkmal weg, jetzt kommt der Container, kommt vernünftig da in der Ecke, wird alles schön, dass wir von sämtlichen Seiten ranfahren können mit dem Trecker, wenn wir dann die Blätter wegbringen. Und das macht Timo jetzt oder Jan Jürgen, weiß ich nicht, wer das macht, aber einer von den beiden macht das jetzt mit dem Radlader und dann wollen wir das vernünftig und dann bringt Timo dann auch gleich anschließend Schaufel oder zwei Schaufeln Sand dahin, dann legen wir das vernünftig neu an. Hier kommt der Container jetzt hin und dann wird das hier erstmal aufgeräumt alles, dann wird Sand drauf gekippt, aber der Sand wird schon hier hingelegt, weil wir den jetzt ja haben, den Radlader. Dann brauchen wir jetzt mit der Schiebkarre nicht alles überbringen. Udo, wie viel Spaß hat es gemacht, diesen Betonklotz hier wegzumachen? Gar keinen Spaß. Weil Gott sei Dank, ihr seht das ja in dem Video, bin ich froh gewesen. Es hat was mit dem Radlader zu tun. Auf einmal war der weg. Ja, aber du sollst doch erst in den Container, der Sand sollte auch ja hin. Das kann ich ja. Und was willst du mit der Schaufel? Die Schaufel, er bringt auch hier noch Sand hin. Er dachte erst den Sand. Nein, erstmal muss der Container verstellt werden. Eins nach dem anderen. Ist so. Planung ist halbe Leben. Und mir weiß ja immer, ich plane ja so, wie das funktioniert. Was passiert denn eigentlich mit den zig Millionen Steinen? Ja, die werden abgeholt. Ui. Die werden abgeholt, die sind jetzt, die gehen weg. Die beiden Juteboxen gehen auch weg. Hier wird komplett, Harald will das hier komplett sauber machen. Ja. Und vielleicht, ich bin dann überlegen, vielleicht tun wir hier so ein paar Obstbäume oder was hinstellen. Obstbäume. Ja, oder irgendwie, ja, weißt du, irgendwas. Oder Mario Huna. Nee, Mario Huna nicht. Nee. Hab ich mir gedacht. Von vorne! Hey! Okay. Sitzt im Sack, im Stumpf. Nee. Ist zu klein. So, Plan B? Ich hab keinen Plan B. Super. Ist jetzt schon gescheitert, Plan B. Was ist denn jetzt? Ich bin nur als hier. Ja. Man muss dann nachher den Garde aufsetzen. Richtig. Dann zieht er den einmal den Dreck, weißt du, und in den rüber. Ich mach da so eine kleine Beule drauf, das muss ja immer wegrollen. Ja gut, dann können wir es so machen. Da kannst du mal sehen, wie schwer so ein Container ist, ne? Ja. Da sitzt auch jetzt viel Wasser mit drin, ne? Eigentlich haben die Container ja so, wie hab ich das mal gehört, Löcher. Dass das Wasser immer rauslaufen kann, aber dieser nicht. Ja. Oder von wohl. Darum ist das auch so eine Sumpflandschaft, schon mal, ne? Also du hast keinen Plan B? Ich hab keinen Plan B, ne! Hast du einen Plan B? Ja, wir könnten ihn ja vorne mal fragen wegen seinem Kram, vielleicht kann er den heben. Der kann definitiv den heben, ja. Ja, aber er kann auch nicht mit seinem riesen LKW jetzt hierher kommen. Klar kann er das. Ja, natürlich. Fragen kostet nichts. Tesch, wo bist du denn jetzt hin? Ich muss den Platz fertig machen. Wie fertig machen? Ich muss den Platz abgreifen. Wenn das Wetter so bleibt, wollen die morgen noch ein Testspiel machen hier. Oh ja. So. Weil da gibt es ja einen, der ist ja so drauf gespannt, der freut sich ja wie Noni. Oh ja. Hab ich. Aber ja, nicht mehr hin. So, was hast du? Ich komme da nicht hin. Er steht mit seinen Elfen wieder vor. Ja, also, ja, Jürgens Plan und mein Plan wäre, Mertens zu fragen, ob er das Ding ja einfach anhebt. Mit seinem kleinen Kran da. Das wird bestimmt funktionieren, das. Nee, die geht stark von auf. Ja, aber nicht hier mit den, ne? Nee, mit dem Spielzeug nicht. Aber ich weiß nicht, ob er das. Er hat ja letztens schon die Bude mit uns angehoben, ne? Ich weiß nicht, ob er das jetzt nochmal macht. Da muss er sich ja extra nochmal abstempeln hier und sowas, ne? Wenn das Ding voll ist, dann kann man ja davor ein bisschen was machen und nach einem 3-4 Kahn gehen da ja nur noch hin. Hm. Dann ist das ja nicht mehr viel. Wenn ich hier jetzt erstmal 2-3 Löffel voll mit denen hier hole, dann haben wir ja nicht, das ist ja nicht mehr viel dann. Naja, dann mach erstmal das und dann. Genau. Schauen wir mal. Aber ich muss da irgendwie lang jetzt gleich. Hallo. Servus. So, sag mal. Ja? Wie schwer ist es, deinen kleinen LKW nach hinten zu packen und uns den Container zur Seite zu schieben? Wie meinst du zur Seite? Also Kran? Weil wir kriegen den mit den kleinen Spielzeug da nicht gehoben. Eigentlich sollte das kein Problem sein. Ich muss nur den Container mal wieder hochziehen. Das wäre geil. Dann kriegen wir das schon. Super.
Wir holen jetzt etwas Größeres, ne? Ja, also das kann man echt groß sagen, also wirklich. Wir setzen jetzt unsere Idee um. Und der Container muss dann gleich holen? Der Container muss dahin. Da auf die Ecke, da ja. Wo das Fundament noch war. Genau. Ich sag, damit ich die Autoflügel nicht platt drücke, müssen wir gleich so weit vorfahren, dass die Stütze in der Lücke hier stehen kann. Ja. So. Okay. Und hinten dann mache ich schon passend. Vorne ist somit am wichtigsten. Du hättest da locker durchgepasst. Wo? Na, da. Auf der anderen Seite. Ich muss hier ja durch und dann müssen wir erstmal eine Stelle fertig machen, ja. Dass wir den da draufsetzen können. Okay, dann. Ja, passt. Den Container jetzt entstellen. Also so, dass der von der Seite, von der Straße, so sagt, ranfahren kann und reinfahren. Also müssten wir den rein theoretisch umdrehen und dann dahin platzieren. Quasi mit der hinteren Öffnung nach hier hin. Ja, oder soll ich nochmal Test fahren? Mach mal den Test. Jo. Udo. Ja. Kannst du uns mal ganz genau sagen, wie du das Ding da hingestellt haben willst? Ja, komm ich. Ich habe erstmal ein anderes Problem. Der Akku ist leer. Den müssen wir nochmal anschließen. Er bringt solche Bläschen raus, ne? Kaugummi. Okay. Huba Buba. Sieht aber bestimmt auch gut aus. Ach, das meinst du mit Plan B? Ja. Gut, oder? So, wie soll es gestellt werden? Timo weiß schon Bescheid. Ah. Ich wiederhole mich nicht tausendmal. Ist okay. Rennst du einfach weg von mir? Ja. Okay. Timo weiß nicht. Oh, mein Radlader, den ich schaffe. Wie hier? Mit Wasser. Ich habe auch gesagt. Ich habe Container mit Wasser. Ist das 4,5 Tonnen. What? Was? Das kleine Ding? 4,5 Tonnen. Da werden ungefähr 4. Also, der Container hat eigentlich von, keine Ahnung, 350, 400 Kilo. Dann Laub da drinnen, kannst du eigentlich nicht rechnen. Das wiegt, wenn es trocken, der wiegt nicht. Da werden 3000 Liter Wasser drin sein. 3 Kubik Wasser kommt da ungefähr hin. Guck doch mal an, hier. Ne? Ja. Das packst du nicht. Was ist das Radlader? 4 Tonner oder was? Mehr hat er nicht. Was hast du da an der Backe? Farbe. Ach so. Wir haben ein Problem mit der Spritzerlade. Ich werde jetzt gleich nochmal gucken. Ja, schon. Komme gerne damit, wenn wir hier fertig sind. 100%. Nicht so dicht! Nicht so dicht! Wir wollen mit der Schiebkarre nach vorne, damit wir das aufkippen können. Jawohl. Ja, du weißt ja doch, was die Schiebkarre breit hier ist. Arne, vielen, vielen Dank. Nichts steht hier. Kann man den auch benutzen. Ja, Jürgen, würdest du die restlichen Steine da wegsammeln und hier hinten drauflegen, dann kommt ja alles weg. Würdest du dafür machen, weil ich muss jetzt wieder zu meiner Pumpanlage. Ja. Kommt er wieder mit der Karre nicht hin? Doch. Juri. Dann noch ist er hier. Mama. Das ist top. Mit der grünen Karre, wenn du die da reinkommst. Also ich mach das immer so, dass du die Griffe so und dann kannst du das da so. Also mit der grünen kommst du da nicht hin? Nee. Definitiv nicht. Du schmeißt die Griffe dahin und dann kannst du die so, aber das ist zu wenig Platz. La, 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 wer denkt hier eigentlich mit? Keiner, ne? Ich hab mitgedacht. Ja, das sehe ich. Aber ich wollte Timo nicht widersprechen. Ja, dann muss ich das, oder was? Ja. Weißt du, das Problem ist ja hier, wenn das jetzt nicht geklappt hätte, dann wäre ich ja schuld gewesen. Das hätte so nicht geklappt. So? Hätte das nicht geklappt. Ich habe eine Ansage von Timo gekriegt, so bleibt er stehen. Und darum sage ich es nicht. Trotzdem wärst du schuld gewesen. Ja. Ich habe sowas geahnt, deswegen dachte ich, guck mal lieber das eben. Das reicht, ey. Hey, er will doch mal vorstehen, der gerade vor. Das reicht, so jetzt ab. Ja, so reicht es, oder? Los, Tim, sag ihn. Geh mal weg damit deinem dicken Arsch. Ja. Ja, geht. Absetzen! So, jetzt hört auf mit dem Kinderkram. Was hast du? Hast du deine Pumpstation da wieder nicht entgangen oder was? Nee, Akku ist leer. Ja, das war mir klar.
immer nur so meckern hier. Ich bin nicht am Meckern. Hast du mich meckern gehört jetzt? Musst du sehen, dass du eine Farbe auf dem Tag bist. Morgen ist die Tasche geht. Nö, da wird kein Test nicht stattfinden. Du. Weil du deine Farbe dann nicht in Ordnung hast. Dann gehen wir nicht rüber. Nee, Thorsten? Dann wird noch lustig da auf dem Triebplatz. Das ist, der ist kaputt. Morgen ist recht. Ja. Hinlegen, da kommt ein bisschen Sand drauf, dann fällt es nie wieder. Hey, 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 so fangen wir gar nicht erst an. Ja, du hast Gummistiefel an. Hast du das jetzt mitgekriegt? Hoffentlich haben die Zuschauer das auch mitgekriegt, was er gemacht hat. Was hat er denn gemacht? Ja, hast gehört oder gesagt hat, nicht gemacht hat, gesagt hat. Ne. Lass das Ding liegen, da kommt Sand drüber und dann siehst du ihn, findest du ihn nicht wieder. Das ist er nämlich. Ha, Fusch am Bau. Das ist ja auch so. Was ist das denn mit? Der, ist so. Ja, ich weiß auch nicht, was er hat. Da sieht man ja echt nichts, was kommt, wenn der Sand drüber ist oder so. Ja. So, das Ding ist fertig. Boah. Ich hatte gerade so einen leichten Herzkasper. Das geht aber leicht bei dir. Bitte? Das geht aber leicht bei dir. Na, ich bin halt manchmal. Jedes Mal ein, wenn ich dich hinter der Kamera in deinem Outfit sehe. Das ist mein Arbeitsoutfit. Jetzt lass mich in Ruhe. Jetzt sind Klamotten, die ich nie anhabe. Ich schlaf mit sowas, aber. Ist doch jetzt mal egal. So, Aufgabe 1 ist erledigt. Was steht jetzt an? Die Container ist weggestellt. Da, wo er jetzt hin soll. Jetzt haben wir vernünftig wieder Platz, dass da Autos stehen können. Und jetzt bauen wir da vorne. Da vor dem Container haben wir jetzt noch ein bisschen Sand hin und Gras hat rein, anhaken. Und dann kann da wieder Gras kommen und dann ist das wieder alles in Ordnung. Dann kannst von hier jetzt auch wieder ranfahren und den Anfangkorb da leer machen. Ja, yippie. Tippitoppi. Und Sie noch irgendwas dazu sagen? Ich stimme voll und ganz zu. Danke. Das war nicht zugehört, aber. Danke. Hallo. Feinste Hake? Ja, feine Holzhake. Ist ein Grassaat. Da geht er hin. Wegläuft, ne? Ja, da versinkt er hier drin, wenn er ihn abholt, ne? Ja. Da hat er auch noch, da kannst du nachher was vorne dranhängen, dass du den LKW wieder rauskriegst. Wenn er mit der Hinterachse hier hinter sitzt, drin sitzt, der sinkt ja auch bestimmt, also Tonnen, sind ja Massen. Ja, nirgendwo, was haben wir jetzt für ein Problem? Ja, wenn jetzt ein LKW kommt und den Container aufholen, hier, ihr seht ja hier, dass es so nass ist hier. Und wenn er dann mit deiner Hinterachse dann nachher festsitzt, dann kannst du dazu sehen, dass du da vorne einen Trecker dran kriegst und den wieder rausziehst. Ja. Also. Das ist ein bisschen dämlich, dass wir den Container jetzt umgesetzt haben, in dem Sinne. Also müsste rein theoretisch trocknen? Ja, es muss trocken sein, dass es nachher hier wieder nachher wie da so ungefähr aussieht, dass wir das schön gerade haken können, dann wieder schön ansehen können. Dann muss das aber erstmal ein bisschen tagelang trocken sein, dass wir das hier schön gerade kriegen und so, dass wir das nachher wieder schön ansehen können und dass es einfach wieder Ski aussieht. Tagelang trocken in Ostfriesland ist schwierig. Ja, siehst du ja im Moment, kommst ja nicht mal aus dem Land Gölle zu fahren und so. Ja. Schauen wir mal. Und Udo, was macht die Operation Fahrbahn? Fußball wird morgen nicht stattfinden. Wieso? Ne, weil wir es abgesagt haben. Hast du die Krater da gesehen? Ne. Ja, folgendes Urteil. Wenn wir wollen Erste gegen Zweite spielen, ja? Mhm. Das Problem liegt aber, wir haben Freitagabend schon das erste Punktspiel von der Zweiten. Ja. Und wenn die morgen spielen, ist der Platz groß. Die Jugend trainiert ab morgen, wird ab Montag wieder komplett. Mhm. Dann weißt du, was der Platz mitmacht. Ja. Und er ist so nass noch, das werde ich nicht zulassen. Ich habe die Leute alle Bescheid gesagt, es wird hier nichts stattfinden. Jetzt, wenn das so Wetter bleibt, dann trocknet er ja besser ab. Ja. Und bevor wir uns die Anlage komplett kaputt machen, ihr müsst eins bedenken, die ganze Rückrunde steht noch bevor. Ja. Alle Jugendmannschaften spielen hier vorne. Und das geht nicht. Hm. Ja, der Platz ist sowieso leicht anfällig, ne? Ja. Durch Nässe und so weiter. Richtig. Und er ist so nass, wir haben es gerade festgestellt und das werden wir nicht zulassen. Ja. Haben wir beide Platzwerte haben entschieden, nein, das machen wir nicht. Okay. Jetzt setze ich mich auch mal durch.
weil ich bin dafür verantwortlich und ich muss dann zusehen, dass ich das Ding wieder herrichte für das erste Punktspiel. Okay. Und was macht der Farbwagen? Was mit denen? Den habe ich jetzt sauber gemacht. Akku ist jetzt am Ladegerät. Mhm. Und ich habe jetzt ganzen Düsen rausgenommen und das ist jetzt soweit klar. Ja. Jetzt warten wir eben, dass der Akku wieder voll ist und dann können wir nächste Woche, werde ich den Platz wieso fertig machen, weil ich muss das ja wegen der zweiten Lehre. So, jetzt gehen wir nach vorne. Jetzt haben wir Laufhaken mitgenommen. Mhm. Soll Timo da vorne noch in den Radlader kommen, dann kann ich das da alles reinhaken. Ja, wir haben bisher da vorne so ein leichtes Feuchtigkeitsproblem. Ja, habe ich mir gedacht. Ja. Er geht tief rein, wa? Ja, definitiv. Ja, das stimmt. Der Fett kommt gar nicht mit den Reifen dann. Nee. Der wird auch hier noch nicht umgesetzt, bestellt. Lass mal erstmal abtrocknen. Was soll ich jetzt mit dem Ding hier? Timo, kommst du mal mit dem Ding dann nebenan? Euch von dem, da liegen doch die ganzen Blätter, die will ich ihm reinhaken, dann kannst du das hier so reinkippen. Vorne? Ja, an der Seite beim Pool da. Hier muss jetzt noch ein Schaufel versammeln, dann haben wir das im gerade. Ja, mach das mal mit. Hier. Dann machst du gar nichts. Er muss erstmal richtig schön trocken werden. Aber der liegt auch genau Mist drunter, ne? Das ist ja wie im Garten, ne? Ja. Jetzt kannst du da ein paar Tomaten pflanzen oder wollen wir dann Tomatenstauden setzen? Da kommen dann Tomaten dran. Mhm. Das ist ja kommt was. Hast du gerade gesagt, du bist schlau. Bin ich nicht auch nicht. Wollen Sie mitfahren? Hallo, kann ich mal mit? Das geht hier immer schneller mit so einem Radlader, ne? Ja, definitiv. Moin. Bisschen eng hier? Ja, hier siehst du das eng mit dem. Ach so, ja. Soll ich das mal. Kannst du das irgendwie so? Ja, warte. Ja, wenn wir so ein Ding schon hier haben, können wir den auch nutzen. So. Vor dem Regen noch alles geschafft. Wir haben den riesen Laubhaufen hinten weg. Wir haben den Zuckerplatz erstmal so weit fertig. Also fertig nicht, aber eingeheftet wieder. Dann haben wir die Kassenhäuschen haben wir lackiert. Mhm. Dann haben wir Container umgestellt. Dann haben wir Sand rübergebracht. Wir haben zum Zuckerplatz Sand rübergebracht. Also wir haben vieles geschafft. Da kommt unser Timo an. Der hat auch viel geschafft. Und ich bin jetzt stinkehoch. Ich will jetzt Feierabend machen. Es ist mittlerweile 2:30. Und seit heute Morgen 7:30 sind wir auf der Sportanlage. So, ihr Lieben, wenn euch das Video gefällt, lasst gerne einen Daumen da, dann freuen wir uns drüber. Genau, also ne? Tschüss. 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 Meine Hose ist da. Tschüss. Tschüss.